Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Weiterhin mit dem Ignis. Hallo. Und wir können das Schiff wieder etwas pimpen. Und zwar ein neues Modul einbauen, die 152 mm 53 MK13 MK14 Kanone. Dauer für 180 Grad Kehre. Oh, der ist ein bisschen langsamer dafür. Eine höhere Feuerrate. Und bedeutend, ja, auf jeden Fall höheren Schaden. Das ist schon mal sehr gut. So, die baue ich jetzt ein. Jetzt wird alles vernichtet, was draußen rumfährt. Gut. Dann könnte ich sogar nochmal den Rumpf erhöhen. Na gut, eingebaut. Was ist eigentlich, ach so, dieser Stern da oben? Neben Gefecht. Links neben Gefecht. Ja. Da hast du doch dieses Zwei-Schiffe-Symbol und dann ist da ein Stern und, weißt du, diese drei Symbole da. Weiß nicht, was ich meine. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Doch, ich weiß aber nicht, was das heißen soll. Das ist ja was mit der Division auch. Oh, so wie es auch aussieht, steige ich. Ja, guck mal, wenn du bereit machst, dann ändert sich das oben, siehst du? Was, wenn du? Ach, wenn du bereit machst. Alles klar, okay. So wie es aussieht, steige ich wohl auch nächste Runde auf. Auf Rang 5. Echt? Hm? Hast du genug EP oder was? Hm? Was? 9,8 von 10. Oh. So. Ich bin ready. Alles klar. Rang 5. Welchen Rang bist du? Also oben links bin ich auch Rang 4. Rang 4, okay. Schauen wir mal. Rang 5. Hat zum nächsten Schiff da bei mir jetzt ewig sein, da brauche ich irgendwie, ich glaube, 8000 EP. Ja, bei mir ähnlich. Also Tier 5 ist dann echt krass. Ja, es ist halt, Free-to-play MMO, alles schön und gut, aber im Endeffekt trotzdem Pay-to-win. Ja, aber guck mal, da oben haben schon welche Tier 8 gehabt und gestern fuhr schon Tier 9er irgendwie rum. Also ja, klar. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ach so, nee, weil kaufen geht ja noch gar nicht. Ja, eben. Hä? Aber ich glaube, Close Alpha und Beta-Tester haben Weekend Beta und Close Alpha, ich glaube, die haben irgendwelche Free XP bekommen. Das kann natürlich sein, direkt ja. Hochgekauft. Das kann auf jeden Fall sein. Also ich starte so, wie es aussieht. Nee. Die Map ist, glaube ich, random. Achso, mit C kannst du übrigens verschiedene Kameraperspektiven durchschalten, ne? Wenn du auf dem Schiff die Kameraperspektive hast. Ach so, okay. Moment, ich stehe ganz rechts. Du stehst ganz links! Wie geil. Na, ich komme wieder zu dir. Aber lass uns mal in der Mitte treffen. Direkt in der Mitte, okay. Jo. Überleg eigentlich, ob ich hier, siehst du da ganz rechts, wo ich bin, da sind 5 so kleine Inseln. Ja. Ob ich da so ein bisschen sneaken gehe. Ja, oder so, ja. Aber zum Thema gleichmäßige Aufteilung von vorhin, guck mal, siehst du, dass die Gegner nur einen Destroyer haben und wir drei? Aber dafür haben wir 2 Flugzeugträger. Ja, wir haben von allen mehr als die irgendwie. Ja. Außer Battleship. Oh mein Gott, davon ist ja schon einer. Wir haben ein Battleship mehr. Da schießt ja schon auf mich, hier geht's ja schon voll scharf. Ey, hier drüben ist aber nicht nur ein Schiff. Ja, die starten ja auch da, ne? Das ist jetzt nicht okay. Alter, ich war hier auf. Ich kämpfe hier schon gegen 3 Schiffe, ja, ist eine super Voraussetzung. Oh mein Gott. Kassiere schon die ersten Schäden. Ja, du bist noch 10 Kilometer weg, ich kann da nicht viel tun. Ich muss ja erstmal hinter den Berg, sonst war das nix. Ach, ja super, und da sind ja noch mehr Schiffe. Ach, das ist doch nicht. Das ist nicht gut. Sagen wir, ist die Map kleiner? Ja, naja. Bisschen, ne? Alle drüber. Ah, da bist du ja. Wo sind die jetzt hinter dir quasi, oder was? Ja, hinter mir, neben mir, überall. Ich kann mich ja ein paar Torpedos. Oh, der schießt da hinten auf. Ah, der war zu hoch. Oder trifft genau den Turm. Oh, alle 4 Reihen. Wie geil.
fährst übrigens gerade ins nächste Krisengebiet, ne? Das ist super. Dann sollte ich mal umlenken. Oh mein Gott. Ja, ich sehe gerade hier Krisengebiet, hier sind nur Flugzeuge. Yep. Aber dafür können wir den hier einen reinbraten. Eventuell, wenn ich ihn am Berg fahren würde. Na, rechts kommt, wenn du jetzt in den Berg rauskommst, ne, ist Steuerbord ein Battleship oder zwei sogar. Oh, dann mal voll Gas. Anhalten. Der geht den Berg. Ah, ne, doch. Die sind im Berg eingeschlagen, das ist nicht so gut. Ich hoffe jetzt mal, dass sich unser Kollege jetzt nicht weiter bewegt, weil sonst habe ich ein Problem. Oh oh, das war jetzt nicht gut, glaube ich. Er sollte aber eigentlich eine Warnung bekommen. Ah, die sind vorbeigegangen, nice. Komm, trefft, meine lieben Torpedos. Der Reload-Time ist halt echt übel, ey. Ja. 40 Sekunden bei den Torpedos. Oh Gott, das war nicht schlecht. Ich versenke gerade richtig gut Treffer, aber der ist auch ziemlich hartnäckig. Ich hoffe mal, dass er jetzt langsam mal untergeht, weil sonst kriege ich gleich. Jawohl, nice. Pass auf, knapp. Sehr schön. Die Frage, wo fahren wir hin? So, warte mal, wie sieht's jetzt hier aus? Der ist gesunken. Das ist alles schlecht. Hier ist auch alles schlecht. Okay. Aber da hinten ist noch, einer hinten. Wo bist du gerade? Du bist quasi, ja, rechts hinterm Berg, genau. Okay. Aber da hinten ist noch einer, siehst du? Geradeaus müsste der jetzt. Ja, schräg. Dann kommen wir, der kommt direkt auf uns zu übrigens. Ja, ich dreh gerade. Oh, ich hab ihn voll getroffen. Volle Sonne. Komm, hast du gesmoked? Flugzeuge wieder? Nein. War der andere Destroyer. Nice, der hat nochmal voll kassiert. Nochmal voll kassiert. Ja, da müsste jetzt gleich untergehen. Ja. Ich glaube, die Torpedos von uns sind auch da alle unterwegs. Oh, aber unser Battleship wird, glaube ich, gerade von. Oh, der wird gleich von eigenen. Ach, der hat ihn gerammt. Oh Gott. Ist er down? Ja. Okay, krass. Okay, hier überall Torpedos. Ich muss mal gucken, dass ich hier wegkomme. Kurz hier ein bisschen reparieren. Wir könnten dann eigentlich auch gleich nach hinten weiterfahren. Oh Gott. Jetzt muss erstmal hier ein paar Flugzeuge am besten noch abschießen. Ah, unsere sind auch da. Das ist natürlich nice. Dicker Luftkampf hier. Stehen die Flugzeuge bei dir auch gerade in der Luft? Nee. Und wir stehen die gerade. Pass auf, da ist gleich einer. Ein Cruiser wieder. Ja, super, die gingen alle gegen Berg. Die müssten treffen. Jupp. Viermal getroffen. Zitadelle getroffen und kritischer Schaden. Bin auch noch getroffen, bevor er sinkt. Weil die Torpedos müssten jetzt zerlegen eigentlich. Jawohl. Ja. Oh! Von was wäre ich denn hier beschossen? Okay. Oh, da drüben sind ja auch noch welche. Ja, zwei Stück gleich. Am besten
Aber dreh mal bitte am besten zu unserer Basis. Die wird gerade eingenommen. Muss mal gucken, wie rum ich jetzt hier umlenke am besten. So rum nicht. Jetzt mal hier kurz ausholen und dann einmal voll rumziehen. Ich fahre einfach hier drüben. Ja, ja, komm hier, mach Reparatur und quatsch nicht rum. Bist du überhaupt? Ach, da ganz da drüben. Okay. Unsere Basis verteidigen. Lol. Ich wurde gerade gewonnen-hittet. Was? Ja. Wie geht denn sowas? Ja, keine Ahnung. Das ist halt auch gerade ein bisschen unfair mit, ja, ein Zerstörer, ein Gruser gegen den kompletten Rest, ne? Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob die Flugzeugträger was gemacht haben, groß. Bin ich mir auch noch unsicher. Nö. Null Schiffe versenkt. Super. Gute Voraussetzung. Ah, ist dann doch wieder verloren. Was soll denn du und der Zerstörer regeln halt jetzt, aber. Ja, was willst du regeln? Müssen wir ja wirklich mit den Torpedos hier. Wo ist denn das Zerstörer von uns? Ich werde mal panzerbrechend laden. Beim Battleship, ja. Das wäre gut. Ich weiß halt nicht, was unser Destroyer hier macht. Der fährt irgendwie im Kreis. Jetzt haben wir eigentlich, können wir eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Siehst du bei mir? Schleicht sich da irgendwo von. Nee, schleicht sich da irgendwo. Nee, unser eigener Fleisch zu dir gerade. Warum auch immer. Statt da oben ein paar Torpedos reinzujagen. So, mal schauen, ob wir den hier treffen. Eine schlechte Schere Flugzeuge, sehe aber keine. Fährt denn der jetzt hinten, der Destroyer? Franzose weiß ja nicht, was er tun soll. Oh mein Gott. Problem ist, ich sehe nicht den Schadensbalken, wie viel die noch haben. Das ist das Problem aktuell. Ich schenke den zwar gut ein hier, aber. Ach du Scheiße. Ja, wer lieber selber Captain fährt, anstatt dir zu helfen. Weil es halt auch so sinnvoll ist, jetzt alleine sich in den Captain-Bereich zu stellen, wenn zwei bei uns drin stehen. Oh Gott, oh Gott. Hast du gerade einen getroffen im Cap-Bereich? Kann das sein? Von der Timer ging gerade runter. Kann sein. Das Problem ist, ey, der steckt so viel ein, das Battleship. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn, den kriegst du ja überhaupt nicht kaputt. Ich schieß ja mit 5 Kanonen auf den drauf. Gerade aktuell und es passiert einfach nichts.
Ich zieh den so wenig ab. Hast wenigstens überlebt. Schade, schade. Hätte ich gern noch einen zerstört, aber naja, wenigstens 651. Fünfmal Basisverteidigung, ja super. Haben wir auch nichts kaufen. Fünfmal in Brand gesteckt. Ja, okay. Na gut, Leute, das haben wir leider auch verloren. Da waren unsere Mitspieler einfach zu schlecht, meiner Meinung nach. Ja. Ja, gerade der letzte, der hätte ruhig helfen können, der Destroyer. Wenn der auf das Battleship gegangen wäre, auch mit Torpedos. Na klar, definitiv. Das ich hab den, so wie ich den beschossen habe, hätte er ja eigentlich in Ruhe machen können. Ja. Aber ich bin ein Level aufgestiegen, und zwar 5 Schiffskapitän. Durch in Gefecht verdiente Erfahrung kann der Kapitän des Schiffs Fertigkeiten meistern und einsetzen, welche Schiffsparameter verbessern. Okay, Kapitäns, was Fertigkeitsbildschirm rufen Sie auf, indem Sie das Kapitänsbild und Schiffsparameter klicken? 50.000 Kreditpunkte, sehr schön. Was ist denn der Wehrpass? Das ist so halt eine Statistik. Ach so, okay, gut. Gibt's eigentlich nur 8 Ränge? Ach nee, man kann ja 20 Ränge, okay. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Lasst das Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, tschüss. Ciao.